Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr ein 25k Set für nur 6900 bzw. 7000 Münzen bekommt, und das geht über die Squad Building Challenge Lokomotiv Moskau, und hier seht ihr dann auch schon das Team. Und falls ihr wollt, dass ich sowas öfter mache, falls ihr öfter wollt, dass ich euch Squad Building Challenge Lösungen zeige, dann schreibt mir das jetzt auf jeden Fall gerne in die Kommentare und lasst auch einen Daumen nach oben da, und dann seht ihr jetzt auch schon das Team. Wie gesagt, dieses Team hat mir ca. 6900 Münzen gekostet. Ich habe Koluka als Erstbesitzer gehabt, ich habe aber jetzt einfach mal seinen Footbin-Preis genommen und den eben mit einberechnet. Also das Team hat circa 6900 gekostet, also kommt ihr auf jeden Fall unter 7000 Münzen weg. Und hier habe ich noch Beispieler bzw. Ersatzspieler für den Stürmer da vorne bzw. für den ZDM, denn der könnte ein bisschen steigen nach diesem Video, weil es halt ein Bronzespieler ist, und hier habe ich noch weitere Optionen. Also da könnt ihr eigentlich jeden Spieler von Lokomotiv Moskau hinstellen, um diese Squad Building Challenge dann abzuschließen, und dann senden wir das Team auch schon ab. Hier sehen wir das dann auch, dass wir ein Goldset bzw. ein seltene Goldset bekommen haben und auch noch 1000 Münzen. Das heißt, wir haben sogar noch 1000 Münzen drauf bekommen. Das heißt, eigentlich machen wir die Squad Building Challenge für nur 6000 Münzen. Und hier haben wir dann auch schon das 25k Set am Start. Das ist so ein Pack, wo alle Objekte rare sind. Und dann würde ich sagen, drücken wir einfach mal drauf und hoffen auf eine geile Karte. Es ist kein Walkout, vielleicht ein Inform oder so, sonst irgendwas. Leider nicht. Es ist Koluka. Es ist Koluka, das ist irgendwie Ironie, aber ja, was willst du machen? Vielleicht noch irgendwie sonst was Gutes, ja, Smolnikov, okay, das Pack ist jetzt leider nicht das Beste, aber wir haben noch ein 5k-Set auch drinnen, also die Squad Building Challenge lohnt sich einfach mal mega, vor allem weil ihr Fitnesskarten drin habt, ihr habt Verträge drinnen, diese Karten sind dann auch meistens ein bisschen was wert, also ihr seht es hier, die kostet auch über 1000 Münzen, und das Paris-Trikot haben wir auch noch am Start, von dem her, da macht ihr eigentlich fast nur Gewinne, und wenn ihr hier eben dann auch noch so ein Pack bekommt, dann habt ihr natürlich mega Glück. Und wir öffnen das Ganze, und hier haben wir natürlich auch wieder Verträge drinnen, wieder Fitnesskarten, wieder ein paar Spieler, die wir abstoßen können, und von dem her machen wir auf jeden Fall Gewinn. Und ja, Freunde, das war es jetzt eigentlich auch schon mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie gesagt gerne einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat, und dann würde ich sagen, war es mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.